Sandro Wagner kommt für James. Die Berliner konzentrieren sich auf die Defensive und lassen sich in der Bayern-Hälfte nur noch selten blicken. Bisher geht der Plan auf. Nach einer Ecke steigt Ribéry am ersten Pfosten hoch und köpft den Ball auf die lange Ecke. Kraft ist im letzten Moment mit einer Hand dazwischen, sonst hätte Lewandowski nur noch einschieben müssen. Glück für die Hertha, noch 20 Minuten. Heute hat er selten gewirbelt, Renato Sanches wird durch Serge Gnabry ersetzt. Die Bayern suchen nun ihr Heil in der Offensive. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Sie liegen noch immer mit 2 Toren hinten. Die letzte Offensivpatrone ist dann noch Sandro Wagner. Mal sehen, wann wir ihn sehen. Positionsgetreuer Wechsel bei der Hertha. Der Torschütze zum 1:0 geht und wird durch Davy Selke ersetzt. Kalou übernimmt die Kapitänsbinde. Nach 60 Minuten steht es 2:0. 52. Minute. Und nun doch der erste Wechsel, Thomas Müller, der schon in der Halbzeit eingewiesen wurde, ersetzt den schwachen Arjen Robben. Kurz zuvor hatte David Alabas Schuss wie ein Strich den rechten Torpfosten nur knapp verfehlt. Nach einer Ecke von James steigt Thiago auf Höhe des Elfmeterpunktes hoch und köpft den Ball platziert Richtung linkes unteres Toreck dorthin, wo Javario Dieros umsteht und den Ball klärt. Weiter 2:0. Bei den Bayern ist schon zu Beginn der zweiten Hälfte Frust im Spiel. Joshua Kimmich tackelt Salomon Kalou in schönster Ringermanier zu Boden. Erst hält er ihn oben, dann senzt er ihn unten um. Gelb gibt's dafür völlig zurecht. Die Herthaner haben nun wirklich überhaupt keinen Grund, das Personal zu wechseln. Bei den Münchnern hingegen macht sich Thomas Müller intensiv warm und bekommt schon Instruktionen von Co-Trainer Robert Kovac. Einem 2-Tore-Rückstand zur Halbzeit mussten die Bayern letztmals am 13. Spieltag der vergangenen Saison hinterherlaufen. Damals verloren die Münchner in Mönchengladbach am Ende 1:2. Die Bayern brauchen mindestens 2 Tore, damit der Berliner Niko Kovac nicht ausgerechnet in Berlin seine erste Pflichtspielniederlage kassiert. Es steht 2:0 für die Hertha, die noch ein Tor von der Tabellenführung entfernt ist. André Duda bleibt Top-Torjäger der Bundesliga, erzielte gerade sein 5. Saisontor. Kalou schickt Lazaro in den Strafraum, der auf Höhe der Grundlinie zurücksteckt auf Duda, der sich aus 8 Metern nicht zweimal bitten lässt und die Kugel über den Kopf von Neuer hinweg in die Maschen drischt. Tolles Tor, und die Hertha hat derzeit alles im Griff. Auch wenn Sanches nach einem Freistoß aus dem Halbfeld den 2. Ball aufs Tor feuert, der abgeblockt wird. Bayern-Trainer Kovac ist an der Seitenlinie sichtlich unzufrieden. Die Vorstellung seiner Mannschaft nach dem zu dem Zeitpunkt glücklichen 1:0 kann ihm nicht gefallen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Abwehrrecke der Berliner mit Vornamen Niklas steigt nach einer Ecke zum Kopfball hoch und setzt ihn nur um einen Meter drüber. Hertha ist jetzt richtig drin in der Partie. André Duda liegt anschließend kurz auf dem Boden, nachdem er im Fallen auf Thiagos Fuß fällt, kann aber weitermachen. Die Gäste, die heute in Mintgrün spielen, finden so recht keine Antwort auf den Rückstand. Hertha hingegen braucht nur noch 2 Tore, um die Tabellenführung zu übernehmen. Vedat Ibišević tritt an, verliert Manuel Neuer souverän und trifft unten links. Zuvor hatte Jerome Boateng Salomon Kalou rechts seitlich des Tores an der Torauslinie umgesenst. Der Elfmeterpfiff war unstrittig. Die rechte Berliner Defensivseite ist bislang klar der Schwachpunkt. Lazaro lässt sich von Ribéry wieder austanzen, der flankt auf den 2. Pfosten, wo Lewandowski den Ball doch deutlich am Kasten vorbeisetzt. Keine Gefahr, Ribéry tankt sich zum ersten Mal durch in den Strafraum und wird im letzten Moment geklärt auf Kosten einer Ecke.
Die bringt James auf den zweiten Pfosten, wo Boateng hochsteigt und nur Zentimeter links vorbeiköpft. Das war knapp. Es ist ein zerfahrenes Spiel in den ersten 10 Minuten. Keine Mannschaft stößt bisher konsequent ins letzte Drittel vor. Ein ausgeglichenes Spitzenspiel.